Sensei Ozuru, bitte sag mir, was sind diese Woche denn Tickets? Was ist das? Ey Mann, es steht doch dran, es ist im Namen, es ist Wochenendtickets, es kommt am Wochenende. Was geht ab, Mano, Z-Fighter Ozuru hier, und heute reden wir endlich über diese mysteriösen Wochenendtickets. Ich habe absichtlich erst jetzt dazu ein Video gemacht, denn diese Wochenendtickets kann man am Wochenende nutzen, indem das Banner live kommt am Wochenende. Und dementsprechend werden wir gleich heute zusammen auch im Wochenendbanner. Aber erstmal zu den Informationen, weil ich habe letzten Tage sehr viele Fragen dazu bekommen. Hey, was sind denn diese Wochenendtickets? Was kann man mit diesen machen? Freunde, zum einen eine Sache dazu. Und zwar steht das natürlich auch ausführlich in den News dran. Wenn ihr euch dann eine Minute nimmt und euch das durchliest, dann wisst ihr sofort, was diese Tickets drauf haben, wann ihr sie nutzen könnt und ja, wann ihr sie bekommt, sage ich mal. Denn viele waren verwirrt wahrscheinlich. Unter der Woche haben wir nämlich Tickets bekommen und jetzt am Wochenende können wir das auch bekommen. Also in der Hinsicht, nehmt euch da am besten eine Minute Zeit bei sowas, wenn ihr mal irgendwas seht, was euch nicht gleich klar ist. Dann steht das alles auch ausführlich in den Ingame-News. Falls ihr trotzdem hier irgendwelche Schwierigkeiten sind in den Ingame-News, sag ich mal, ihr auf das Anhieb nicht versteht, dann schaut bei mir am besten auf Twitter vorbei, @dokanbattle.de. Da poste ich natürlich sowas und da können wir dann auch gemeinsam drüber reden oder dann die Fragen eben klären. Um das Ganze aber jetzt mal hier wirklich nochmal im Video zu festigen, was hat es mit diesen Wochenendtickets auf sich? Freunde, über 3 Wochen, jetzt in den nächsten 3 Wochen bis Ende April, gibt es Tickets. Das sind Free-Tickets, die ihr bekommt. Unter der Woche bekommt ihr für jeden Tag, den ihr euch einloggt, Montag bis Freitag, jeweils ein Ticket. Heißt, unter der Woche bekommt ihr fürs Einloggen bis zu 5 Tickets pro Woche. Und am Wochenende bekommt ihr weitere 5 Tickets, wenn ihr bis zu 3 Stages am Wochenende schafft. Dann sind das wieder 5 Tickets, aber das sind Wochenendmissionen, also nicht daily, sondern für Samstag und Sonntag. Wenn ihr Samstag und Sonntag bis zu 3 Events schafft, dann bekommt ihr nochmal 5 Tickets. Heißt, in einer Woche bekommt ihr 10 Tickets. Das Ganze geht bis Ende April, heißt, wir bekommen bis zu 30 Tickets und mit diesen Tickets können wir in Wochenendbanner sammeln. Und dieses Wochenendbanner ist jedoch jedes Wochenende live. Dieses Wochenende, nächstes Wochenende und dann noch übernächstes Wochenende, heißt Ende April. Da könnt ihr in diesem Banner summon, Freunde. Wir werden heute auch gleich Summons raushauen. Also wie gesagt, zusammengefasst, loggt euch in den nächsten 3 Wochen auf jeden Fall bis Ende April jeden Tag unter der Woche ein. Macht am Wochenende die Mission, sodass ihr pro Woche bis zu 10 Tickets bekommt und über die ganzen Wochen bis Ende April dann 30 Tickets. Und da könnt ihr in diesem Banner summon. Was ist das Gute an dem Banner? Hier sind nur SR und SSR Charaktere. Wir gucken uns mal gleich die Featured Charaktere an. Aber hier sind auch die allerersten 5 LR, natürlich nicht featured, dennoch sind sie drin, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, hoffentlich droppen da die LR, und zwar gucken wir uns das Banner mal an, das Banner ist gleich mal so schlecht, by the way, wir werden heute so ein Wochenend-Ticket machen, sag ich mal, Ticket-Sum-Video, denn in Legends werden wir auch gleich noch Tickets raushauen, wir werden erstmal hier mit dem Multi starten, dann gehen wir rüber zu Legends, da habe ich auch viele Masterpack-Tickets, ich habe auch noch den gratierten Sparking-Ticket im neuesten Ultra Space Time Banner und zum Abschluss des Videos kommen wir nochmal hier zurück mit dem Multi. Ein Multi-Summon ist hier kein GSSR. Ein Ticket garantiert euch somit einen Charakter, also ist eigentlich egal, ob ihr ein Single- oder Multi-Summon raushaut, Multi-Summon gibt es keine kein GSSR und ein Multisum sind 5 Charaktere. Featured Charaktere sind gar nicht mal so schlecht. Great Shigate, das ist ein sehr, sehr guter Charakter, wenn ihr ziehen könnt. Nice. Godko auf jeden Fall auch. Rivian Gate kann man mitnehmen. Topo, sehr guter Supporter. Dispos auch nicht schlecht, kann man auf jeden Fall auch spielen. Vielen Setups. Ja, Fitbus einfach mal da, sage ich mal. Und dieser Boy ist auch da. Deswegen würde ich mal sagen, wir haben normale Rates an der Stelle, 5% aufgeteilt durch die Anzahl der Featured-Charaktere, 5% aufgeteilt durch die Anzahl der Nicht-Featured-Charaktere. Aber Nicht-Featured-Charaktere gibt es hier auch gute. Izay, Broly ist drin, Pagus ist drin, die neuen Godku, neue Vegeta. Ah, ich wollte gerade sagen, bitte nicht Musen sehen allein. Aber ja, es sind jetzt nur 5 Charaktere an der Stelle. By the way, bekommt ihr so Animationen wie Buu auf Satan, Double Screen Crack oder Vegito. Egal ob Super Vegito oder Vegito Blue, bekommt ihr in diesem Banner. Oh, Justice! Bekommt ihr in diesem Banner dann ein LR durch diese Animation. Jedenfalls, okay, nice. Mit einem SSR haben wir schon gestartet. Es sind bis zu 30 Free-Charaktere, Freunde, über die 3 Wochenenden. Hoffentlich droppt da zumindest ein SSR, weil es gibt ja keine GSR-Garantie. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Unser erster Charakter war sofort ein GSR, den nehmen wir auf jeden Fall an. Topo ist ein Dupe an der Stelle für meinen Boy, ist ein sehr guter Supporter. Und dann, wie gesagt, kommen wir hier gleich wieder zurück. Lasst uns erstmal auf Legends rüber switchen, Freunde. Denn hier haben wir noch auf jeden Fall diesen Ultra-Space-Time. Ja, garantierten Charakter. Bin gespannt, was wir da ziehen. Da sind nämlich sehr, sehr viele Spartan-Charaktere featured. Wir haben aber hier auch Master-Pack-Tickets. Hier würde ich gerne
aus Masterpack 2, hier aus dem Ticket, würde ich gerne Super Saiyan Bardock ziehen. Ich hätte gerne Dupes für meinen Super Saiyan Bardock. Bin auf jeden Fall drauf gespannt, was wir ziehen werden. Außerhalb davon, warum mache ich das Video so, dass sie hier und da sammeln. Primär würde ich in dem Video eigentlich gerne über ein paar Sachen reden. Und zwar, was so demnächst bevorsteht. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Alec, Kale und Kalifla wurden geleakt von Team Dokkan. Shoutout an ihn für diese Woche jetzt für Dokkan JP. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, was mit Alec, Kale und Kalifla abgehen wird. Ich habe dazu kein Video gemacht, weil es lediglich nur der Leak. Wir haben noch keine Infos und Details. Sobald wir Infos und Details bekommen, das sollte hoffentlich diese Woche noch der Fall sein, dann werde ich natürlich ein Video dazu starten. Wir werden auch summon für Alec, Kale und Kalifla. Ich bin echt drauf gespannt, was sie drauf haben werden. Okay, nur Hero-Charaktere, genau das. Jedenfalls, bis dato gibt es noch keine Anzeichen dazu, ob sie eine Transformation haben werden zu Alec Kefla. Deswegen bin ich echt drauf gespannt, was da abgeht, sobald wir die Infos und Details haben. Ich will wissen, was sie drauf haben. Ich will auf jeden Fall wissen, was sie drauf haben. Alec, Kale und Kalifla, wir werden für diese auf jeden Fall zusammen. Das wird geil. Wird diese Woche der Fall sein, wie gesagt. Ich denke mal, so in der Mitte der Woche. Ich kann mir vorstellen, jetzt kommenden Mittwoch oder Donnerstag könnten sie droppen, sage ich mal. Aber viele haben auch die Frage, ey, Golden Week, was ist denn die Golden Week? Das ist noch nicht, Freunde, für die Golden Week. Also Alec, Kale und Kalifla kommen noch nicht für die Golden Week. Was ist denn die Golden Week? Die Golden Week ist eine Woche in Japan. Diese findet, das sind Feiertage in Japan, sag ich mal, über eine Woche oder 10 Tage ungefähr. Die findet Ende April bis Anfang Mai in Japan statt. Da haben die Japaner quasi Feiertage und das feiern sie. Sowohl ja, im Real Life als auch im Gacha Game wird das gefeiert. Das war bisher nur für Dokkan Battle JP. Letztes Jahr für die Golden Week gab es Evolution Vegeta. Dieses Jahr bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe es, dass auch die Golden Week vielleicht auf Global stattfindet, weil Saiyan Day gab es ja auch jetzt für Global. Das war zum allerersten Mal. Normalerweise war Saiyan Day auch nur für JP. Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Golden Week wirklich nur für JP ist, weil das sind ja Feiertage. Saiyan Day ist ja mehr oder weniger, das ist ja kein internationaler Feiertag, sondern das ist so in der Community. Saiyan Day, weil der 18. März so klang wie Saiyan auf Japanisch, hat man den halt als Saiyan Day deklariert und da kann ich verstehen, dass das man auch auf Global rausbringt. Wir haben hier einfach mal ein paar raus. Jedenfalls, Alec, Kale und Kalifla sind dementsprechend eigentlich noch nicht für die Golden Week, weil die Golden Week ist erst Ende April, Anfang Mai. Also eine Woche drauf. Und für die Golden Week erwarte ich eigentlich einen Dokkan-Festival-Charakter, denn Hit ist ja der aktuelle Dokkan-Festival-Charakter und der endet Ende April ungefähr. Für JP, so 23. April, glaube ich, war das. Deswegen erwarte ich für die Golden Week einen Dokkan-Festival-Charakter wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es, wie gesagt, Evo Vegeta. Wer könnte es dieses Jahr sein? Weiß nicht, aber falls ihr das Video von Nanogenics geschaut habt, Shoutout an ihn natürlich, unser Boy. Dann hat er wirklich eine sehr gute Theorie aufgestellt. Er hat gesagt, ey, pass mal auf, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Letztes Jahr war das folgendermaßen. Zum Saiyan Day kam Ui Goku mit Jiden, also Ui Goku hat sein Awakening bekommen in Japan. Dann kam eine Woche drauf ein LR, ich habe gerade vergessen, welcher LR das war, legend. Und dann kam noch ein Dokkan-Fest, nämlich Evo Vegeta. Und jetzt hat er für dieses Jahr gesagt, was, wenn wir das Ganze umdrehen? Weil dieses Jahr hatten wir für Saiyan Day Vegeta, dann kommt LR und was, wenn als Dokkan-Fest gekriegt und dann quasi, also seine Spekulation war, seine Theorie war, Ultra Instinct Goku, also komplett in der Ultra Instinct Form. Ganz ehrlich, ich könnte mir das schon vorstellen, so ist es nicht. Aber wie gesagt, eine Theorie von ihm, ich fand es eine gute Theorie. Man erwartet so oder so einen Dokkan-Festival-Charakter für Golden Week. Welcher es sein wird, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Aber apropos Ultra Instinct Goku. Freunde, ganz ehrlich, ich habe es auch schon seit langem gesagt, es wird sicherlich ein Ultra Instinct Goku kommen, wieder eine neue Karte. Es wird auch ein neuer Evo Vegeta kommen und so und so fort. Aber ich habe gesagt, wenn ein neuer Ultra Instinct Goku kommt und ein neuer Evo Vegeta, dann werden sie sofort in den Formen sein. Also sie werden keine Transformation haben. Das ist jetzt reine Spekulation von mir. Dann denke ich, sie werden keine Transformation haben, sondern sie werden direkt in Evolution Vegeta Form sein. Und Ultra Instinct Goku und Ultra Instinct Goku. Aber diese werden dann Active Skills haben, weil das ist ja quasi das neue Ding hier auf JP, sag ich mal. Und überlegt jetzt mal, haben wir hier noch einen? Ja, wir haben hier noch einen. Bis jetzt noch kein Spartan-Charakter gesagt, krass. Active Skill von Evo Vegeta, ganz klar. Die ja, finale Explosion, sage ich mal einfach, aus dem Turn of Power gegen Toppo. Welche Active Skill hätte dann Goku an der Stelle? Könnt mich gerne wissen lassen, aus welcher Szene da kam. Ey, so ein, wenn dieser Active Skill so geil aussieht. By the way, ja, ihr seht, ist frisch aufgewacht, früh am Morgen. Wenn dieser Active Skill geile Animation hat, wie die vom Kid Goku, dann bin ich auf jeden Fall dafür, Freunde. Deswegen bin ich gespannt, was in den nächsten Tagen folgen wird. Wie gesagt, auf JP, ob man für Kale und Kale für Sam sollte, tralala, oder sparen sollte, das wissen wir dann erst, wenn wir die Infos und Details dazu haben, Freunde. Darüber reden wir auf jeden Fall noch die Woche, die Tage, sag ich mal.
Ja, so, darüber wollte ich ein bisschen reden, sag ich mal. Und was ich sehe, ist totaler Chef hier auf Legends. Oh mein Gott, was? Okay, okay, dann hauen wir noch hier kurz die Dailies raus. Nehmen wir noch den gratierten Sparking mit und dann gehen wir rüber noch zu Dokkan mit dem letzten Mutti, Freunde. Den letzten Mutti, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, in einem Groupsam. Oh, das sieht doch geil aus. Gib mir das aber trotzdem mal. Nice, Sparking aus dem Daily. Oh, hatte ich nicht. Annehmen, annehmen. Sehr schön, hatte ich nicht. Und genau, also in Dokkan machen wir gleich einen Groupsam, wenn ihr Bock habt, in das Spiel eure Wahl. Ihr wisst, das Ganze läuft. Ihr könnt mich dann gerne eure Puls wissen lassen in den Kommentaren oder Social Media Kanal. Alle Links in der Beschreibung. Auf jeden Fall machen wir gleich einen Dokkan, wie gesagt. Und ja, genau, Freunde. Ansonsten, ja, was geht sonst so bei euch ab? Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt dann demnächst natürlich schöne Feiertage über Ostern. Ja, wenn ihr irgendwo weggeht und so und so fort. Wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Spaß und sehr eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ja, was bei mir geht? Dragon Ball Heroes. Nee, so außerhalb vom privaten Leben, sag ich mal. Dragon Ball Heroes macht mir gerade übertrieben Bock. Freunde, jetzt bin ich aufgespannt, was sie hier ziehen. Dragon Ball Heroes macht mir gerade übertrieben Bock, Freunde. Ich weiß, wie seht ihr das? Habt ihr Dragon Ball Heroes geholt? Oh shit, okay, ich bekomme einen neuen Charakter. Ich habe zum allerersten Mal nicht alles gedownloadet. Ich hab's vergessen, legit, über die Tage. Aber normalerweise download ich immer alles herunter und dann steht das dann nicht dran. Wenn da was kommt, dass quasi was heruntergeladen wird, dann ist es ein Charakter, den ihr noch nicht zuvor heruntergeladen habt. Also sprich, eines der neuen Charaktere. Also in dem Fall bekomme ich Rildo, Vegeta oder Goku und es ist my boy Vegeta natürlich. Her damit, Super Saiyan Vegeta GT, sehr schön. Und jetzt, das war ein schöner Pull noch am Ende auf jeden Fall. Aber da kann man leider auch schlechte Charaktere ziehen. Was heißt schlechte, sondern nicht featured. Ja, in einem garantierten Sparking-Ticket, das war ziemlich irritierend. Da ist nämlich nur gelistet, dass nur die drei sind. Aber es stimmt nicht. Da sind auch die alle anderen nicht featured. Mit den Tickets könnt ihr sie ziehen. Verdammt! Warum Muttersehen allein? Ich sehe runter, Freunde. Unser Groupsam. 3, 2, 1. Oh, wenn ich keinen Screencrack bekomme, dann ist kein SR. GG. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall mehr Glück gehabt, Freunde. So viel zu den Summons auf, ja, Dokkan X Legend. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, dementsprechend wird auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Ich hoffe, der ein oder andere hat einen LR gepult. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall wissen. Ich wünsche auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.